Hallo, wieder aus der Groove Garage. Ich wollte euch heute mal wieder ein Video machen, wo es was zum Lernen gibt. Und zwar hatte ich ja schon ein Video gemacht zu dem Thema Rock-Pop-Grooves, so ein bisschen unter der Lupe, mal gucken, was da so geht. Und da habe ich euch beim letzten Mal, haben wir uns mit der Bass dran beschäftigt. Und zwar haben wir uns da ja einen Groove aufgeschrieben und haben die Hände in so einem, diesem Standardding, Achtel auf der Hi-Hat, ne? 2 und 4 die Snare hatten wir ja gelassen und die Bassdrum haben wir variiert. Das haben wir über eine Leseübung so ein bisschen viertaktige Leseübung gemacht. Und da hatte ich euch ja gesagt, das könnt ihr ja ruhig auch noch Leseübungen noch dazu nehmen. Und ich hoffe, da habt ihr ein bisschen ausprobiert und habt geguckt, was da so geht. Jetzt ist das aber eine Ebene. Und wir haben ja beim Groove 3. Zwei Bassdrum, Snare und die Hi-Hat. Und wir haben beim letzten Mal auch gehört, dass die Snare eigentlich das Wichtigste ist mit diesem Backbeat auf der 2 und 4, weil das einfach den Puls der Musik widerspiegelt. Und jetzt würde ich mir heute deswegen gerne die Hi-Hat angucken. Ja, die Snare möchte ich zuerst mal noch so lassen, wie sie ist. Da möchte ich gar nicht so viel dran machen. Bassdrum haben wir ein bisschen ausprobiert. Da habe ich mich heute für einen Groove entschieden, damit wir über diesen Groove jetzt die Hi-Hat verändern können. Ihr könnt natürlich auch, was die Bassdrum angeht, sämtliche anderen Sachen, die euch gut gefallen habt, nehmen als Grundlage. Und dann die Hi-Hat verändern. Ich finde, auf der Hi-Hat gibt es so vier, fünf Figuren, die sehr häufig vorkommen und die Sinn machen, zuerst mal bearbeitet zu werden. Wir haben ja sowieso die Achtel gespielt. Und die Achtel waren ja 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und zunächst mal unbetont. Jetzt kann ich da natürlich eine Betonung einbauen. Das kommt wieder zu dem Thema, das ich euch auf der Snare gezeigt habe, mit laut und leise spielen. Ne? Jetzt haben wir also hier genau dieses Ding, laut, leise, was wir auf der Snare geübt haben, auf der Hi-Hat. Das kann ich natürlich in Richtung der Viertel machen. Ich kann es auch umdrehen und habe dann die Betonung auf den Achteln, also auf den Unz. Da habe ich schon zwei Varianten. Und die Hi-Hat ist natürlich das einzige Instrument, was da sehr cool ist. Ich kann es sowohl mit der Hand als auch mit dem Fuß bedienen. Und wenn ich den Fuß noch mit reinnehme, dann kann ich natürlich aus einer Betonung auch das machen, indem ich die Hi-Hat öffne. Und dann gibt es noch ein, zwei Sechzehntelfiguren. Die zeige ich euch jetzt halt zuerst mal in einem Bild. Und die Akzente, die ich aufgeschrieben habe, steht auch extra wieder dabei, kann man entweder als Akzent, also als Betonung oder mit der Öffnung spielen. Das hängt ganz davon ab, was einem da musikalisch in dem Moment, was da in der Musik passiert, am besten gefällt. Okay, also ich zeige euch hier zuerst mal die Noten, die ich für euch aufgeschrieben habe. Hier seht ihr jetzt die Hi-Hat-Variationen, die ich für das heutige Video ausgewählt habe. Ganz oben ist ein Beispiel-Groove, den ich als Grundlage gewählt habe. Hier kann man natürlich auch die Bassdrum-Figur anders wählen, wie bereits erwähnt. Diese habe ich mir jetzt für heute ausgesucht. In den beiden nächsten Reihen ist die Hi-Hat noch auf Achtelnoten und wird entweder auf den Vierteln oder den Offbeats betont oder mit einer Hi-Hat-Öffnung versehen. Das erkennt ihr an den Stellen, wo der Akzentpfeil oben drüber steht. Die nächsten beiden Reihen ist die Hi-Hat auf Sechzehntel. Auch hier wieder sind die Viertel oder die Achtel Offbeats, also die Unt, betont oder mit einer Hi-Hat-Öffnung zu versehen. Und die letzten beiden Reihen, da haben wir eine Sechzehntelfigur oder zwei verschiedene Sechzehntelfiguren. Und auch hier ist bei der ersten wieder die Viertel zu betonen oder zu öffnen. Und bei dem letzten Beispiel die Achtel Offbeats bzw. die Unt zu betonen oder zu öffnen. Okay, und jetzt habe ich natürlich für euch das Ganze auch aufgenommen. Und zwar habe ich jede Notenreihe habe ich in eine viertaktige Phrase gepackt, einen Break am Ende und habe ab der Betonung sowohl das mit der Betonung als auch das mit der Öffnung jeweils immer für vier Takte gespielt. Ich blende euch aber auch die Noten wieder in dem Moment, wo ich das Ganze mache, blende ich euch immer wieder am Anfang ein, spielt vier Takte mit Betonung, vier Takte mit Öffnung und dann kommt das nächste. Das werdet ihr sehen. Also zuerst mal
Viel Spaß bei dem, was ich euch gespielt habe. Okay, jetzt habe ich das so im Schnellverfahren mal durchgespielt. Natürlich, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, das dauert, bis das funktioniert. Das wird nicht sofort genauso jetzt ergehen, dass man sich hinsetzt und diese ganzen einzelnen Figuren durchspielt. Vor allen Dingen, wie gesagt, macht Sinn, auch die einzelnen Figuren immer zu verschiedenen Bassdrums zu üben. Wenn man es zu einer kann, heißt es noch nicht, dass man es zu einer anderen Bassdrum-Figur spielen kann, die im Takt ist, ne? Also sucht euch verschiedene Bassdrum-Figuren aus, übt einzeln die Figuren dazu. Das so nacheinander zu spielen, das war es ja zur Vorführung. Das muss man gar nicht mal so üben. Also ich würde da wirklich Figur für Figur mehr rausnehmen. Vielleicht habt ihr eine gehört, die euch besonders gut gefällt, oder ihr habt einen Song im Kopf und sagt, ah, da wäre die Figur cool. Dann übt zuerst die. Und die Reihenfolge ist egal, so wie es euch halt eben am meisten Spaß macht und wie es für euch am sinnvollsten ist. Ist natürlich Figur mit den Sech wo viele Sechzehntel drin sind, die spielt man ein bisschen langsamer. Die Achtel kann man vielleicht auch ein bisschen schneller spielen, wie das, was ich jetzt da gemacht habe. Da könnt ihr ja ausprobieren, was euch gefällt, ne? Okay, dann habt ihr, denke ich, da ein klein bisschen Material, wo ihr wieder dran üben könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie immer, übt gut, werdet besser. Und bis zum nächsten Mal. Entweder wieder im Video, beim Skype-Unterricht ab nächster Woche ja wieder. Oder hoffentlich auch bald wieder hier in der Groove-Garage zum normalen Unterricht. Bis dann, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Hier wird Musik geliebt.